Okay, Chat. Katalanisch. Ich hoffe, ihr seid soweit. Folge 24 oder so von unserer kleinen Schachschule. Los geht's. Hier haben wir die Grundstellung. Wir haben uns ja in der Schachschule erstmal mit E4 beschäftigt, lange Zeit. Den populärsten Zug sind dann gewechselt zu Bauern nach D4, dem fast ebenso populären Zug. Und haben da schon so einiges kennengelernt. Primär, wenn Schwarz versucht, das Zentrum zu besetzen, mit Bauer nach E6 gefolgt von Bauer nach D5. In dieser Stellung, die uns ja mittlerweile wohl bekannt ist, haben wir uns hauptsächlich mit Springer nach C3 auseinandergesetzt und den Systemen, die es hier gibt, Bauer nach C6, Bauer nach C5, Springer nach D7, Lauf nach E7, Lauf nach B4, D schlicht C4 und so weiter und so fort. Aber viele Weißspieler sind der vielen schwarzen Möglichkeiten hier etwas überdrüssig und haben eine Alternative gesucht zu dieser Stellung. Die Hauptalternative für D4-Spieler war lange Zeit mit Springer nach C3 anzufangen, mit der Idee auf D5 dann zu schlagen, die sogenannte Karlsbader Variante. Aber hier hat sich Nimmt zu Indisch als sehr verlässlicher Block auch rausgestellt, haben wir auch schon angeguckt. So dass in letzter Zeit die Alternative Nummer 1, kann man glaube ich sagen, zu Springer nach C3 hier, der zu Bauer nach G3 ist, das sogenannte Katalanisch. Bauer nach G3, ja, ein logischer Zug, bereitet vor, den Läufer auf dieses Feld zu stellen, zu fianchettieren, ein Thema, das wir schon kennen, gefolgt von kurzer Rochade, und dann mal gucken. Er ist ein bisschen aktiver, als wenn man damit gleich anfängt, mit Springer F3, keine Ahnung, D5, G3, gucken wir uns vielleicht auch noch einmal an. So, und Läufer G2, weil man hier sich noch nicht im Zentrum gekümmert hat und Schwarz daher hier recht freie Hand hat, was er machen möchte. Während im Katalanen Weiß ja schon für Spannung in der Mitte gesorgt hat. Schwarz hat sich schon festgelegt auf Bauer nach E6 zum Beispiel, das heißt, der Läufer kann nicht ohne weiteres raus. Und jetzt kommt der Zug G3 mit der Absicht, den Läufer hier rauszubringen und kurz zu rochieren. Die Variante gibt es schon ewig. Ich habe keine Ahnung, woher der Name kommt. Wahrscheinlich ist irgendjemand in Katalonien mal gespielt. Wurde, wie so vieles andere, auch so richtig popularisiert in den letzten, ja, 2, 3 Jahrzehnten von Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik, der Katalanisch zu seiner Hauptwaffe gemacht hat, das gegen Kasparov schon eingesetzt hat. Und in vielen Turnieren, WM-Matches gezeigt hat, dass das hier genauso giftig ist wie Springer nach C3. Und mittlerweile hat es eigentlich fast die gesamte Weltelite im Programm. So hat Carlsen bei seinem letzten WM-Match gegen Nepomniachtchi hier auch katalanisch mit Weiß gespielt. Also es ist ein sehr, sehr angesagtes System auf den höchsten Levels. Und mittlerweile hat es auch einen riesigen Theorie-Rattenschwanz. Schwarz hat diverseste Systeme dagegen, diverse Möglichkeiten, sich hier aufzubauen. Aber fangen wir vielleicht an mit der offensichtlichen Frage. Was passiert, wenn Schwarz diesen Bauern schlägt? Er ist ja nicht verteidigt. Und im Gegensatz zu Springer nach C3, D schlägt C4, ist Weiß auch nicht wirklich bereit, hier sofort die Mitte zu setzen mit Bauer nach E4. Sondern nach Bauer nach G3, D schlägt C4, muss sich Weiß was anderes überlegen. Was meint ihr, was ist hier der Hauptzug? Vielleicht wisst ihr es auch. Jaina Targaryen, grüße dich. Chat sagt Dame A4 Schach. Das ist nicht der Hauptzug. Ist sehr, sehr solide. Ein Weg, den Bauern zurückzugewinnen, führt aber nicht zu Vorteil. Der Hauptzug ist tatsächlich Läufer nach G2 zu sagen, hier, du hast den Bauern geschlagen, ich kümmere mich da später drum. Ich möchte erstmal Läufer nach G2 spielen, kurz Rochade. Und dann wird es dir nicht leicht fallen, diesen Punkt zu behalten. Und wenn doch, wärst du dafür einige Zugeständnisse machen müssen. Daher ein System katalanisch, also wenn man auf jeden Fall Läufer nach G2 hier spielt, was die meisten machen. Was ich für nicht so anfängerfreundlich halte, weil man sich immer ein bisschen Gedanken drüber machen muss, wie man den Kollegen hier zurückkriegt. Aber es funktioniert.
Ganz kurz, warum Dame A4 nicht so gefährlich ist. Hauptsächlich, weil es zu viel Zeit kostet. Schwarz hat in Katalanisch häufig zwei langfristige Ziele. Das eine ist, diesen Läufer, der eingesperrt ist, zu aktivieren. Das andere ist, diesen Bauerndurchbruch, Bau nach C5, unter guten Umständen zu spielen und damit im Zentrum gegenzuhalten. Und nach Dame A4 Schach, der Hauptzug, Springer BD7, wenn Weiß jetzt hier schlagen würde, dann ist Schwarz schon bereit, seine Ziele recht schnell zu erreichen. Bau nach A6 muss nicht sein, aber ist vielleicht der eleganteste Weg. Schwarz spielt so, so, Dame geht irgendwo hin. Wie gesagt, das ist nur der Schnelldurchlauf. Lauf nach B7, es folgt C5 und Schwarz hat bereits all seine Probleme gelöst. Auch hier gibt es Theorie, aber es ist nichts, vor dem Schwarz besonders viel Angst haben sollte. Deshalb spielt man in aller Regel Läufer nach G2 und lässt diesen Bauern erstmal Bauer sein. Hier verzweigt sich der Weg. Ich würde sagen, wir gucken uns hier die Details später an und schauen erstmal, was Schwarz für Alternativen hat. Was ist die Hauptvariante hier aus schwarzer Sicht? Also D schlägt C4 ist ein verbreiteter Zug. Aber ich würde sagen, nicht der verbreitetste. Wobei es knapp ist. Läufer nach E7, das ist richtig. Das ist die ganz klassische Variante. Wenn man nichts weiß, kann man damit nicht so viel falsch machen. Läufer nach E7, kurze Rochade und dann mal gucken, was passiert. Beispiel normalerweise auch Läufer nach G2, kurze Rochade. Und jetzt beginnt die Theorie. Komischerweise hier wieder mit dem Zug D schlägt C4. Das ist hier der Hauptzug. Bisschen verzögert, nachdem beide Seiten ihre Könige in Sicherheit gebracht haben. Sagt Schwarz sich jetzt schlage ich diesen Bauern und du wirst ein bisschen Zeit darauf verbringen müssen, den zurückzuholen. In der Zeit versuche ich wieder, meinen Damenflügel ins Spiel zu kriegen. Also hier hat Schwarz keine ernsthaften Ambitionen, den Bauern zu behalten, sondern möchte sich erstmal Zeit dafür holen, dass Weiß ihn zurückgewinnen muss. Versucht so auszugleichen. Das ist die ganz klassische Hauptvariante. Hier gibt es viele Details, viele Entwicklungen, auch in jüngster Zeit stand auch zwischen Carlsen und Nepomniachtchi zur Debatte. Damit fangen wir gleich an. Es gibt noch eine Alternative, die ein bisschen merkwürdig aussieht auf den ersten Blick vielleicht. Was ist der dritte populäre Zug neben Läufer nach E7 und Bauer schlägt C4? Läufer B4 Schach wird gesagt, korrekt. Vielleicht sieht es auch nicht so merkwürdig aus, bringt den Läufer raus. Aber als Antwort auf Läufer nach D2, was spielt Schwarz jetzt häufig? Bau nach C5 wird gesagt, das ist, glaube ich, hier nicht so gut. Bau nach A5 kann machen, ist ein System, was mir gefällt. Kommen wir auch später zu. Aber der Hauptzug ist tatsächlich Läufer nach E7, was auf den ersten Blick ja sehr komisch aussieht, denn wir könnten dieselbe Stellung ja haben mit dem Läufer, die gleiche Stellung mit dem Läufer auf C1. Und die schwarze Argumentation ist, dass wenn beide Seiten sich so hinstellen, und jetzt möchte Schwarz hier nicht schlagen, sondern Schwarz hält die schon geschlossen, sagen wir mit Bau nach C6, dass hier der Läufer auf D2 tatsächlich schlechter steht als auf C1. Warum könnte das so sein? Weil B2 ungedeckt ist, wird gesagt, ja, das ist nicht so schlimm, der kann nicht so ohne weiteres angegriffen werden. Blockiert das Feld für den Springer, ja, korrekt, in manchen Varianten würde der Springer hier hin wollen. D4 auf Dauer, nö, also, könnte mal sein, aber das ist kein großer Faktor. Und ja, einer der Hauptgründe wird auch schon genannt, der Läufer kann nicht mehr nach B2. Also der weiße Idealaufbau, sagen wir, Schwarz spielt Läufer nach E7. Läufer nach G2, kurze Rochade,
Und jetzt Bauer nach C6 wäre tatsächlich Bauer nach B3 zu spielen, Läufer nach B2, dann Springer nach C3 meistens und manchmal sogar dieses Feld zu nutzen für den anderen Springer, um E4 durchzusetzen. Je nachdem. Aber grundsätzlich sich so hinzustellen. So. Kann auch hier wird es Theorie geben. Aber diese Stellungen gelten tatsächlich als angenehmer für Weiß. Während mit dem Läufer, hier kann Weiß versuchen, mit Dame nach D3, E4 anzustreben. Während mit dem Läufer auf D2, also wenn wir den hier hingezwungen haben, diese Pläne nicht mehr so gut funktionieren. Weiß könnte trotzdem B3 spielen, aber wenn Schwarz sich jetzt hinstellt, hier gibt es wieder mehrere Züge. Läufer nach A6 ist hier schon interessant, um den Bauern anzugreifen. Aber selbst so steht der Läufer hier tatsächlich weniger gut als hier. Und häufig sieht man später, dass der Läufer nochmal zieht und den Weg nach F4 zurücklegt. Also Läufer B4 Schach, ein sehr subtiler Zug. Nach Läufer nach D2 hat Schwarz auch Alternativen. A5 habe ich schon erwähnt. Man kann mit dem Läufer nach D6 zurückgehen. Aber auf hohem Niveau ebenso populär wie Läufer nach E7. Und D schlägt C4. So, das sind die drei Hauptmöglichkeiten. Gibt noch ein paar andere Züge, die aber nicht so wichtig sind. Mit Bauer nach C5 zum Beispiel könnte Schwarz versuchen, die Tarasch-Verteidigung wieder zu erreichen, die wir uns schon mal kurz angeguckt haben. Aber Weiß ist noch nicht auf Springer nach C3 festgelegt. Also keine Version, die Schwarz normalerweise möchte. Fangen wir an mit dem, ja, für meine Begriffe, ich mag Bauern, natürlichsten Zug, D schlägt C4. Ich habe schon erklärt, Dame A4 Schach bringt nicht viel. Also spielt Weiß Läufer nach G2. Und jetzt hat Schwarz tatsächlich haufenweise Möglichkeiten. Was für Züge fallen euch so ein? Bau nach C5 wird genannt. Ja, korrekt. Einer der absoluten Hauptzüge. Jetzt Läufer nach E7 kann man machen. Aber wäre wahrscheinlich das höchste der Gefühle. Die Zukunftssteuerung zu der Läufer E7-Variante nach Rochade, Rochade. Und die Varianten, wo die Dame das Schach gibt, würden ein bisschen stärker werden jetzt, wenn Schwarz sich auf Läufer E7 festlegt. Also wäre in dieser Zugfolge tatsächlich selten gespielt. Dame nach D7, nee, das sieht ungesund aus. Kann gleich angegriffen werden mit Springer E5. Das wäre nicht gut. Springer nach C6 wird genannt. Ja, auch ein bekannter Zug. Entwickelt den Springer, verstellt zwar diesen C-Bauern ein bisschen unästhetisch, aber verhindert auch, dass Dame A4 mit Schach kommt. Macht ein bisschen Druck auf den Kollegen. Ebenfalls eine populäre Variante. Springer BD7 wird hier nicht so häufig gespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Sieht aus wie ein normaler Zug, ehrlich gesagt. Legt vermutlich den Springer ein bisschen früh fest. Man weiß noch nicht genau, wohin soll. Läufer D7, ja, gibt es, glaube ich. Wird hin und wieder gespielt. Sieht aber ein bisschen merkwürdig aus. Weiß könnte gleich Springer E5 spielen. Hier Druck machen. Also ist kein Hauptzug, sagen wir. Die Hauptvarianten sind in der Tat Bauer nach C5, was schon genannt wurde, Springer nach C6 und Bauer nach A6. Mit der Absicht, diesen Bauern hier bei Bedarf zu stützen. Mit Bauer nach B5. Manchmal auch mit der Idee, jetzt den Springer nach C6 zu stellen. Wozu ist Bauer nach A6 hier nützlich? Wenn wir Springer nach C6 spielen wollen, warum machen wir es nicht gleich? Also, wie gesagt, gleich machen. So. Chat schweigt. Was ich hören wollte, ist, dass Dame nach A4 jetzt nicht mehr so viel Sinn macht. Weil Schwarz jetzt bereit steht, Bauer nach B5 zu spielen. Den Bauern zu verteidigen. Und das hat er vorbereitet mit Bauer nach A6. Wenn Schwarz nämlich mit Springer nach C6 beginnt, kann Weiß jetzt Dame nach A4 spielen. Ich hatte ja vorher gesagt, da war es nicht so toll wegen Springer nach D7 und C5.
jetzt, wo der Springer sich auf C6 festgelegt hat, ist Dame A4 sehr logisch, um diesen Bauern zurückzuholen. Und das Spiel verzweigt sich wieder in komplizierte Varianten. Ist ein bisschen das Problem von Katalanisch, dass man relativ viel wissen muss am Anfang. Wenn man das einmal drauf hat, ist eine sehr lästige Variante für Schwarz, weil Schwarz nirgends entweder bequem ausgleicht oder eine richtig komplizierte Stellung mit Bauern mehr kriegt, sondern Schwarz tatsächlich in allen Varianten am Kämpfen ist. Also es ist eine absolut vollwertige Eröffnung, wo Schwarz sehr, sehr aufpassen muss. Aber am Anfang sich reinzufuchsen, ist nicht leicht. Ich war nie ein großer Katalan-Spieler mit Weiß. Ich habe es ab und zu gespielt, aber ich war nie so ein richtiger Spezialist. Habe allerdings schon viel, viel Zeit mit Schwarz mir den Kopf zerbrochen. Welche Variante werde denn ich jetzt heute spielen? Wer gefragt, warum nicht gleich B5? Das ist auch ein Zug, den es gibt. Aber jetzt kann Weiß dieses Konstrukt sofort unter Druck setzen. Mit Bauern A4, der typische Hebel. Schwarz kann nicht A6 spielen, weil dann geschlagen wird und der Turm hier hinten ungedeckt ist. Das müsste Schwarz jetzt Bauern nach C6 spielen. Und hier kann Weiß schnell angreifen, zum Beispiel mit Springer E5. Das gilt als relativ unbequem. Also es gibt hier diverse weitere Verästelungen noch. Bauern nach C6 ist auch ein Zug, der hier wieder gespielt wird, um sich dieses B5 vorzubehalten. Aber es hat sich nie wirklich einen Weg ergeben, mit dem Schwarz vollkommen zufrieden ist. Ich zeige euch ein bisschen Theorie in all den Varianten. Sie sind, wie so häufig im Schach, sehr, sehr unterschiedlich. Es ist schwer hier zu sagen, es gibt den und den Plan. Weiß plant natürlich, sich diesen Bauern zurückzuholen. Schwarz plant, entweder den Bauern zu verteidigen oder die Zeit, die Schwarz, die Weiß braucht, um den Bauern zurückzugewinnen, zu nutzen, um seine Figur rauszukriegen. Ich weiß nicht genau, wo wir anfangen. Ein Bauer nach C5 ist ein sehr logischer Weg, gleich gegen das Zentrum zu kontern. Weiß ignoriert das normalerweise mit kurzer Rochade. Wenn Schwarz jetzt hier schlagen würde, dann hätte er noch nicht viel Figuren im Spiel und sowohl nach Springer schlägt, als auch nach Dame schlägt. Sie scheint für Schwarz trotz des Mehrbauerns relativ unangenehm. Weiß droht wieder, sich den jetzt unter guten Umständen zurückzuholen. Und dieser Läufer, der katalanische Läufer, hat bereits freie Sicht. Ist keine gute Stellung für Schwarz. Der Hauptzug ist daher Springer nach C6. Greift den Bauern nochmal an und versucht, Weiß eine Konzession abzuringen. Und hier verzweigt sich das Spiel nochmal sehr. Chat, drei Hauptzüge hier. Was fällt euch ein? Eine der großen Fragen auf Top-Niveau, wie Weiß hier um Vorteil kämpfen kann. Die Antwort in letzter Zeit scheint die langweiligste zu sein. Aber es kann sich auch wieder ändern. D schlägt C5 weggenannt, ja, einer der Hauptzüge tatsächlich. Springer A3 gibt es, ist glaube ich keiner der drei Hauptzüge, aber auch ein Zug, der gespielt wird. Dame A4 ist korrekt, andere Variante. Jetzt diese Fesselung. Und auf C schlägt D4. Was ist der Trick? Ich mal ein paar Pfeile. Springer schlägt D4 ist richtig. Wenn die Dame hier schlägt, wird hier weggenommen und Weiß steht besser. Das ist eine uralte Variante, die früher diskutiert wurde. Man kann ja nicht schlagen, weil dann Dame schlägt mit dem Doppelangriff. Und in der alten Zeit gab es irgendwie solche Geschichten. So. Schwarz spielt jetzt nicht Läufer, schlägt C6. Sorry, das wird schon wieder zu schnell, zu kompliziert. Hier steht Weiß besser. Sondern die alte Variante war jetzt die Dame zu opfern. Aber ist nicht ganz genug.
So eine Dame ist schon mächtig. Da haben wir ungefähr 10 Eiskugeln. Schwarz hat einen Turm, sind so 5. Läufer sind so 3 und ein Bauer, so einer. Also fast genug, aber dieser Bauer wird meistens fallen. Und auch wenn die Steuerung hin und wieder gespielt wird, ist es nichts, was Schwarz gerne spielt. Wir sind hier schon wieder tief drin im Theorie-Dschungel nach Dame A4. Ist der normale Zug Läufer nach D7. Diese Verbindung zu kappen. Weiß holt sich den Bauern zurück mit Dame schlicht C4. Und jetzt versucht Schwarz auszugleichen mit C schlägt D4 oder Bauer nach B5 für die ganz Wilden. In letzter Zeit scheint es, als sei Schwarz erfolgreich mit dem Versuchen, hier auszugleichen. Schlägt, Turm kommt raus. Und Schwarz hat es ganz gut geschafft, seinen Damenflügel erstmal zu mobilisieren. Und hat ganz gute Ausgleichschancen. Das ist die eine Variante dieser Steuerung. Ein Zug, der noch nicht genannt wurde. Kleiner Trick, den ihr euch merken könnt, ist Springer nach E5. Sieht bescheuert aus, zieht den Springer zum zweiten Mal, lässt diesen Bauern unbeaufsichtigt, aber ist relativ tricky. Was ist die Idee nach Springer schlägt D4? Eine Falle, die recht viele Opfer gefordert hat über die Jahre. Weiß im Zug gewinnen. Bauer nach E3 ist korrekt. Der Springer war angegriffen und wenn er weggeht, sagen wir hierhin, dann ist Schwarz ein bisschen überlastet. Läufer schlägt den Springer erstmal, Dame weggetauscht und jetzt kommt die Gabel des Grauens. Weiß gewinnt. Also kann Schwarz den Bauern nicht schlagen. Hier in der Sprache von, wie gesagt, komischer Zug. Geht es meistens komisch weiter. Mit Lauf nach D7 verteidigt sich hier und Weiß opfert jetzt den Bauern. Versucht Druck zu machen. Springer nach A3. Schlägt. Springer schlägt hier. Weiß hat schön Druck in der Mitte für den verlorenen Bauern. So hätte ich früher hin und wieder gespielt, habe ich glaube ich einmal gegen Berkesch gewonnen im Jahre. Falls gewesen seit 2005. Lange ist her. Aber auch hier scheint Schwarz sich zu behaupten. Also auch im Moment nicht so angesagt. Der Hauptzug auf Top-Niveau ist das sehr merkwürdig aussehende D schlicht C5. Weiß am Bauern weniger, tauscht die Damen und sagt Schwarz hier, kann sich gerne noch entwickeln. Aber Weiß spekuliert darauf. Und so geht's weiter. Dass langfristig sein starker Läufer hier die überlegene Rolle spielen wird. Schwarz schafft es nicht, diesen Bauern zu verteidigen. Weiß greift ihn jetzt an. Springer B nach D2. Und Schwarz schafft es nicht, den mit normalen Mitteln zu halten. B5 ist wieder zu riskant. Da gibt es Ärger auf dieser Diagonalen. Springer geht in die Mitte. Zack. Deshalb geht Theorie hier weiter mit Schwarz. Also okay, ich verliere den Bauern. Zurück, mein Laufschirm ist hinten drin, dann macht ihr wenigstens deine Bauern etwas kaputt. Mit Bauer nach C3, B schlicht C, Rochade. Und Weiß versucht in diesem Endspiel ein bisschen was rauszukitzeln. Hat zwar die schlechtere Bauernstruktur, aber den deutlich aktiveren Läufer. Und das hier wird immer noch heiß diskutiert, ob Schwarz sich hier behaupten kann. Bei bestem Spiel Zug für Zug wird er nicht verlieren, aber es ist auch keine Stellung, die jetzt bequem ist für Schwarz, die alle Leute haben wollen. Als Ausgang der Eröffnung ein etwas schlechteres Endspiel zu verteidigen. Das ist die Frage, die man sich stellen muss, wenn man dieses System spielt, dieses sehr direkte System, mit D schlägt C, gefolgt von Bauer nach C5. Hier, wir haben es ja vorhin schon diskutiert, gibt es einige Systeme. Ein gieriges, das ich häufiger gespielt habe, ist Bauer nach A6, kurze Rochade, und jetzt dieser komische Zug, Springer nach C6, Bauer nach B5 wäre wieder sehr, sehr riskant, weil Weiß gleich anfängt, Druck zu machen hier. Also gibt es auch, aber keinen guten Ruf. Ich habe lange dieses System gespielt. Springer nach C6, versucht, den Bauern im Blick zu behalten und bei Bedarf eines Tages später vielleicht Turm nach B8 und B5 zu spielen. Auch hier hat Weiß diverse Möglichkeiten. Das sind keine anfängerfreundlichen Steuerungen. Weiß kriegt den Bauern nicht direkt zurück.
aber opfert den häufig für langfristigen Druck. Ich glaube, im Moment ist eine dabei, zum Beispiel Borna E3, überdeckt den Kollegen in der Mitte, möchte Dame nach E2 spielen. Schwarz spielt zum Beispiel auf nach D7, Weiß spielt Dame nach E2. Schwarz versucht den Bauern zu verteidigen. Und weißt du, also jetzt hier, ich gönne dir, du hast deinen Bauern verteidigt, hast einen Bauern mehr. Und auf den ersten Blick sieht alles gut aus bei Schwarz. Aber wenn man solche Steuerungen mit Schwarz häufig genug gespielt hat, dann merkt man, wie lästig das ist, dass Weiß mehr Kontrolle im Zentrum hat, der Läufer hier Druck macht. Und Weiß will ganz bestimmt ist, will auf einer B2, manchmal Turm nach C1, manchmal Springer E1, Springer nach D3, aber macht einfach sehr langfristig Druck auf den schwarzen Darmflügel. Und es sind keine Stellungen, die man mit Schwarz genießt, gemeinhin. Ist eine Variante, die nach wie vor gespielt wird, wo Schwarz auch Alternativen hat. Manchmal sagt man auch, hier, okay, nimm den Bauern zurück, ich entwickle mir jetzt einfach. Oder es gibt den Zug Turm nach B8, danach wird es auch ganz wild. Aber nichts, wieder kein Zuckerschlecken. Allgemein das Problem in all diesen Systemen. Nichts ist so, okay, ich mache ein paar schlaue Züge und dann ist fertig. Weiß hat immer Möglichkeiten, das Flämmchen am Köcheln zu halten. Springer nach C6 sofort. Auch ein bekannter Zug, hat ja schon kurz gesagt. Aber auch kein sicherer Ausgleich, Dame nach A4. Diese Fesselung. Und Schwarz muss auf die Dörfer versuchen, die Stellung kompliziert zu halten mit Läufer B4 Schach. Läufer geht dazwischen. Und jetzt Springer nach D5. Also wieder nicht sehr intuitives Spiel. Was soll ich sagen? Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht nach D schlägt C4. Die meisten Top-Leute heutzutage, wenn sie spielen, spielen tatsächlich dieses C5 Springer nach C6 System und versuchen da gut genug vorbereitet zu sein, um das alles auszuhalten. Aber es ist kein Zuckerschlecken. Daher die Popularität des ruhigeren Aufbaus mit Lauf nach E7, gefolgt von Kurzrochade, die absolute Hauptvariante, die auch Nepomniachtchi gewählt hat. Lauf nach G2, Rochade. Und jetzt haben wir schon gelernt, hier ist Weiß ganz glücklich, wenn die Steuerung irgendwie geschlossen gehalten wird, seinen Läufer nach auf C1 zu haben, nach C6 dieser Aufbau mit B3, Läufer nach B2, Springer nach C3, ist ganz bequem für Weiß. Deshalb schlägt Schwarz jetzt hier, nachdem beide Seiten schon ihre Könige in Sicherheit gebracht haben, so dass damit nach A4 zum Beispiel kein Schach mehr ist. Weiß muss sich Gedanken machen, wie er den Bauern zurückkriegt. Was meint ihr, was sollte Weiß machen? Gibt drei verbreitete Züge eigentlich. Dame nach C2 wird genannt, ja, das ist der absolute Hauptzug. Springer A3 schreiben einige. Das ist so eine Überraschungswaffe, gilt als nicht so gut. AK hat es neulich einmal gespielt und eine schöne Partie gewonnen gegen Anish in Wijk aan Zee. Also ist eher eine Überraschungsgeschichte. Schwarz schlägt und spielt auf D7. Man kriegt den Bauern so schnell nicht wieder. Weiß sagt, sie hat Kompensation, weil das Läuferpart hat eigentlich auch diesen doppelten A-Bauern. Also hat keinen so guten Ruf. Aber wie gesagt, in einer einzelnen Partie. Auch das ein trickreicher Zug. Es gibt auch noch den Zug Springer E5. Versuche auch wieder diesen Bauern zurückzugewinnen. Hier, es sind alles so schwere Fragen. Ich kann nichts Einfaches erklären hier, Chat. Was ist hier der Hauptzug für Schwarz? Auch nicht logisch. Logisch wäre Bauer nach C5. Aber dann muss Schwarz ein bisschen leiden. Wieder. Die schlägt C. Das ist der Hauptzug. In der Tat Springer nach C6. Sieht sehr komisch aus. Ist hier bereit, den Bauern sofort zurückzuspucken, um schnell die Figuren rauszukriegen. Hat aber einen guten Ruf aus schwarzer Sicht. Weiß hat es hier nicht geschafft, irgendwie Vorteil zu finden. Daher the main line Dame nach C2. Greift diesen Bauern an. Und hier hat sich viel getan in den letzten Jahren. Früher wurde hier so gut wie automatisch der Zug Bauer nach A6 gespielt.
Ein Plan, den wir am Anfang schon ganz kurz hatten. Die Grundidee ist, okay, du schlägst deinen Bauern zurück, ich bringe meinen Läufer raus, Bauer nach B5, die Dame geht weg, Läufer nach B7 und jetzt möchte ich Springer BD7 spielen und Bauer nach C5 und damit langsam, aber sicher ausgleichen. Auch hier gibt es noch viel Theorie. Hier frage ich euch am besten nicht, was der Hauptzug für Weiß ist. Das würde euch noch mehr verwirren. Die Antwort ist Läufer nach D2. Aber hier hat die Praxis gezeigt, dass bei Schwarz alles ganz okay ist. Daher nach Bauer nach A6 hat sich der Trend eher entwickelt zu Bauer nach A4. Die Idee ist, der Bauer läuft nicht weg und ich möchte verhindern, dass Schwarz mit Bauer nach B5 ankommt, den wir jetzt wegnehmen könnten. Schwarz könnte nicht zurückschlagen, weil hier der Turm hängt. Schwarz versucht jetzt seinen Läufer auf kleinerem Wege rauszubringen. Läufer nach D7, um den Läufer nach C6 zu bringen. Und hier verzweigt sich der Weg mal wieder eine ganz heiß diskutierte Stellung auf Top-Niveau über viele, viele Jahre. Die Züge laufen nach F4 oder laufen nach G5. Und ja, Schwarz ist nah am Ausgleich, aber Weiß hat ein bisschen mehr Potenzial. Schwarz hat es geschafft, diesen Läufer zu neutralisieren, aber jetzt nicht geschafft, das weiße Zentrum zu neutralisieren. Weiß hat immer noch die beiden Bauern in der Mitte jetzt bei gleichem Material. Und die Stellungen werden diskutiert, werden wahrscheinlich auch weiter diskutiert. Aber sowohl nach Läufer nach F4 als auch nach Läufer nach G5 hat Schwarz kein leichtes Leben. Ein kleiner Trick: Warum sollte Weiß hier nicht Springer nach C3 spielen? Sieht ja normal genug aus. Kommt Bauer nach B5, das ist korrekt. Die Idee ist nach A schlägt B, A schlägt B. Ist auf einmal die weiße Dame und der weiße Turm angegriffen. Und Weiß kann nicht beide retten. Also müsste die Dame weg. Aber dann würde Schwarz weiter Zeit gewinnen mit Bauer nach B4. Das ist nichts, was man mit Weiß möchte. Daher wird erste Läufer rausgezogen. Also die ersten Züge sind nicht so intuitiv in all diesen Varianten, wie in den meisten. Erstens E4-Varianten, aber auch den meisten Springer nach C3-Varianten, wo wir halt versuchen, unsere Figuren rauszukriegen. Katalanisch ist schon sehr, sehr speziell. Er freut sich aber insbesondere also bei Top-Leuten, aber auch bei fortgeschrittenen Clubspielern, so zwei Zweier oder so spielen wahnsinnig viel Katalanisch. Ich vermute auch, weil es viel Material darüber gibt. Die Avog-Bücher waren populär, gibt auch vieles andere. Also es ist eine verbreitete Eröffnung, aber eher bei stärkeren Spielern. Kommen wir zurück zu dieser klassischen Hauptvariante. Rochade D schlägt C und Dame nach C2. Hier gab es anstelle von Bauer nach A6, Bauer nach A4 viele Diskussionen in den letzten Jahren, die auch noch nicht beendet sind. Eine Zeit lang galt Bauer nach B6 als schlau, einfach das Problem, dieses Läufer so zu lösen. Aber hat sich gezeigt, dass auch Bauer nach B6 kein Zuckerschlecken ist. Zum einen kann Weiß Springer E5 spielen, hier angreifen. Und jetzt gibt es eine scharfe Variante mit Dame schlägt D4. Läufer schlägt den Turm, Dame schlägt E5. Schwarz verliert den Turm, der E5 Eiskugeln wert ist, kriegt dafür aber einen Bauern und einen Springer. Im Moment hat er auch noch den Bauern, der gleich fallen wird. Also genug Material. Und das hier galt eine Zeit lang als völlig okay für Schwarz. Ich glaube, in letzter Zeit gab es gewisse Zweifel daran, die die Schachprogramme aufgeworfen haben. Weiß hier nicht doch besser steht nach Läufer nach F3. Sich dann versuchen, diesen Bauern zu schnappen. Also keine so populäre Variante mehr wie vor ein paar Jahren. Weiß muss nicht so spielen, er hat auch andere Möglichkeiten. Hier läuft nach G5 zum Beispiel. Bauer nach B6. Auch nicht einfach. Der allerletzte Trend und auch der Zug, den wir von Nepomniachtchi gesehen haben, ist
der vielleicht logisch ist so auf den ersten Blick, der aber jahrelang eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Ben Tan, vielen Dank für den Sub. Bauer nach B5. Den Bauern erstmal verteidigen. Aber komischerweise ist Bauer nach B5, sieht nicht danach aus auf den ersten Blick, von Schwarz ein Bauernopfer. Sieht ja im Moment aus, als habe Weiß den Bauern geopfert. Ah, tatsächlich möchte Schwarz im modernen Schach mit Bauer nach B5 ein Bauern opfern. Es ist sehr verwirrend. Der typische weiße Zug ist Bauer nach A4. Versuch wieder, dieses Konstrukt zu sprengen. Und auf A6, A schlägt B5, haben wir das Problem, was wir schon kennen. Und hier gab es auch einen Prozess über die letzten Jahre. Eine Zeit lang war Bauer nach B4 modern. Der Absicht, dass wenn hier geschlagen wird, dann entwickelt sich Schwarz schnell Läufer raus, Springer raus, Bauer nach C5. Aber auch hier hat Weiß Mittel und Wege gefunden, ein bisschen Druck zu machen. Wieder krumme Züge, Springer FD2. Diese Folge ist schwierig, weil es nicht leicht ist, katalanisch irgendwie in Allgemeinplätze zu fassen. Deshalb zeige ich euch einfach, was angesagt ist. Ich weiß, dass das alles ein bisschen verwirrt ist. Hier, die Hauptwahl im Moment ist Läufer nach B7. Alles ignorieren, den Läufer entwickeln, ist ja ein Ziel. Weiß schlägt diesen Bauern, Schwarz sagt, gar nichts los. Hier. Bauer nach A6. Gönn dir. Modernes Schach. Schwarz versucht nicht, seine Kette zu verteidigen, sondern seine Figuren hier schnell rauszukriegen. Der Hauptzug wäre zu schlagen. Der Springer schlägt zurück. Jetzt hat Schwarz die Figuren entwickelt. Aber wenn wir durchzählen, nach Dame schlägt C4, hat Schwarz aber mal einen Bauern weniger. Und warum das funktioniert, ist sehr schwer in Worte zu fassen. Schwarz hat ein bisschen Zeit gewonnen, aber jetzt auch nicht unendlich viel. Weiß hat immer noch das Zentrum. Die Wahrheit ist, Computer halten es halt, wenn man lang genug klickt. Läufer nach D5. Und dann Bauer nach C5. Und Schwarz ist gerade so aktiv genug, dass er hier Kompensation für den Bauern hat im Ausgleichssinne. Trotzdem auch wieder keine Variante, die ich jetzt nicht Profis empfehlen würde, weil Eye-Test-mäßig gibt es nicht genug Kompensation für den Bauern. Na, wenn man hier lange genug klickt in diesen Stellungen, dann hält Schwarzes aus. Die Dame kann irgendwo hingehen. Dame nach D3 oder Dame nach C3. Also es passiert nicht direkt was. Hier zum Beispiel so. So. Schlägt. Schlägt. Dame geht zurück. Bauer nach C5. Springer nach C3. Also Schwarz gewinnt nicht direkt den Bauern zurück. Er sagt einfach, dass er langfristig genug Kompensation hat. Also eine Variante, die auf Top-Niveau ein Problem darstellt für Weiß. Weil wenn man hier lange genug klickt, die Varianten wahrscheinlich unentschieden enden. Auf nicht völligem Top-Niveau würde ich niemandem empfehlen, so zu spielen. Weil Schwarz einen Bauern weniger hat. Für auf den ersten Blick nicht so viel. Aber auf höchstem Level, auf WM-Level, ist das tatsächlich ein ernster Block. Was sogar dazu führte, dass Carlsen in dieser Stellung im WM-Match den sehr seltenen und viel, viel riskanteren, ihr werdet auch sehen, Engine gefällt es nicht besonders, Zug Springer nach E5 spielte. Damit einen Bauern opfert, statt einen Bauern mehr zu haben und versucht, die Partie kompliziert zu halten. Das war die zweite Partie im WM-Match, wo Carlsen zwischendurch erst besser stand aus der Eröffnung, also die Überraschung hat gut geklappt, dann schlechter stand, Stellung sehr, sehr kompliziert und am Ende war es Remis, wo Magnus zwischendurch, ich weiß nicht was, eine Qualität um Bauern weniger hatte. Also da wurde es sehr scharf, Springer E5, Springer D5, jetzt Bauer nach A4 mit Chaos. Ich habe schon mal vergessen, wie es ging, so glaube ich. Sehr, sehr zweischneidigem Spiel. Das war eine praktische Entscheidung von Carlsen. Ich sage, okay, hier wirst du alles einstudiert haben. Möchte ihn nicht abfragen. Springer E5 überrascht dich hoffentlich. Hat ihn auch überrascht. Aber der Preis war trotzdem, dass die Störung danach sehr, sehr zweischneidig ist. Das ist also die Mode auf dem allerhöchsten Level. Wenn Weiß das partout verhindern möchte, könnte er auch Dame nach A4 spielen.
Stopp den Zug bauen ab B5. Hat aber den Nachteil, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an vor 10 Minuten oder so, dass wir da mal auf C2, auf Bauer nach A6, wir Bauer nach A4 als Hauptfeinde spielen wollten. Das geht hier nicht. Hier nach Bauer nach A6 muss Weiß jetzt schlagen. Und Schwarz kriegt diese Variante, die als nicht so gefährlich gilt. Also wie man es macht, macht man es falsch. Aber das hier im Moment der ganz große Block auf Engine. Highest Levels. Wer diese Stellung normal spielen wollt, würde ich euch trotzdem zu Bauer nach A6 raten. Wenn Weiß Bauer nach A4 spielt. Jetzt laufe nach D7. Läufer raus und die Figuren kommen erstmal raus. Und Schwarz steht vielleicht minimal schlechter. Aber wer weiß das schon. Das ist die ganz klassische Hauptvariante. Und Weiß manchmal, wenn er nicht recht weiter weiß, versucht auch Schwarz zu tricksen. Ja, auch das haben wir im WM-Match gesehen. Kleiner Exkurs. Und zum Beispiel Bau nach C4 oder sogar Bau nach D4 zurückzustellen. Und Kasan hat einmal so gespielt. Hier spielt Schwarz E6, was er nicht muss. Hier läuft nach F5 oder Bau nach C5 oder Bau nach G6. Sind auch alles ernstzunehmende Züge. Aber da sagte Carlsen sich, nee, hier diese C4, D-C-Variante ist schwer. Ich versuche dich zu überraschen, indem ich das zurückstelle und hier Bau nach B3 spiele. Wieder in der Hoffnung, dass du langsam spielst, danach hätten wir diese gute Variante. Ah, ne, Pomneschi spielte natürlich Bau nach C5. Wonach es wieder kompliziert wird, aber das war die inzwischen legendäre sechste Partie im WM-Match, die Carlsen ja nach achtstündigem Riesenkampf für sie entschieden hat. Also nur, damit ihr versteht, wie solche random aussehenden Eröffnungen zustande kommen, hat häufig seine Gründe. Nepomniachtchi hat ja was Ähnliches gemacht im Match, hat Bauer nach D4 zurückgestellt. Da kam es so, das ist, keine Ahnung, die achte Partie oder so. Und wenn Schwarz jetzt sich so hinstellen würde, dann versucht Weiß häufig ohne D4 klarzukommen. Also alles, weil es in den Hauptvarianten schwer ist, Fortschritt zu machen, versuchen sie, ein bisschen Zugfolgetrickser reinzumachen. Hier sagte Carlsen dann, okay, aber damit lässt du zu, dass ich D4 spiele, die Mitte besetze und es wurde gleich wieder sehr, sehr kompliziert. Das ist nur ein kleiner Exkurs zu den Tricksereien, die Leute machen, um das gegnerische Hauptrepertoire zu verhindern. Also Bau nach G3, Läufer nach E7, immer noch heiß umkämpft, aber der Block im Moment ist eine Variante, zu der ich Normalsterblichen nicht wirklich raten würde. Und damit meine ich auch mich, weil man hier halt erstmal einen Bauern weniger hat, für nicht so viel Spiel und sich sehr, sehr gut auskennen muss, um dieses zu neutralisieren. Deshalb aus weißer Sicht keineswegs tot. Aus schwarzer Sicht auch Geschmackssache. Also man steht entweder einen Tick schlechter in diesen Läufer E7-Varianten oder man muss halt die große Theoriekelle da löffeln. Daher nicht etabliert, aber ein System, was es immer geben wird. Und immer seine Daseinsberechtigung haben wird. Kommen wir noch zum dritten großen Zug. Läufer nach B4 Schach in dieser Stellung. Wir haben schon kurz angerissen, aber gucken wir uns ein bisschen im Detail an. Zunächst gab es die Frage, muss Weiß Läufer nach D2 spielen oder kann er auch Springer nach D2 spielen? Kann er auch machen. Ein Zug, den Dubov, ich glaube sogar gegen Carlsen, häufiger gespielt hat. Hat den Nachteil strategisch, dass der Springer auf D2 nicht so gut steht wie auf C3. Ist halt ein bisschen passiver. Kurz Rochade, auf nach G2. Und jetzt muss Schwarz sich entscheiden, ob er diesen Bauern schlägt, was ich machen würde, weil ich ein gieriger Typ bin. Oder aber sagt, ne, mir reicht es, Springer nach D2 zu provozieren. Ich stelle mich jetzt normal hin und sage, dein Springer auf D2 steht nicht so gut. So hat Carlsen, glaube ich, mehrfach gespielt. B6, gefolgt von auf nach B7. Die Argumentation ist, dass der Springer ja nicht perfekt steht. So lasse ich. Auf der B4 Schach gelohnt hat. Ich würde schlagen mit wieder kompliziertem Spiel.
Weiß hat mehrere Züge hier. Dame nach C2, Bauer nach A3, kurze Rochade. Sehr, sehr komplexes Zeug. Steuern, wie die Dubov bestimmt super findet. Erstmal mal weniger und dann schauen wir mal. Der absolute Hauptzug, weil den meisten Weißspielern das nicht ganz geheuer ist, ist Läufer nach D2 zu spielen. Springer nach C3 soll ich kurz erwähnen, wird selten gespielt hier, dann haben wir so eine Art Nimm zu Inne Stellung. Der Springer auf C3 steht häufig nicht so gut, um diesen Bauern zurückzugewinnen, weil er den normalen Zugang für die Dame versperrt und auch nicht selber hin kann. Deshalb Springer nach C3 in dieser Stellung wird relativ selten gemacht. Absoluter Hauptzug ist Läufer nach D2, blockt dieses Schach und ich hatte es eben schon erwähnt. Die klassische, oder klassisches komisch, weil wir ein Tempo verloren haben. Aber die Hauptvariante hier ist tatsächlich Läufer nach E7. Also dieselbe Stellung, die wir eben hatten, nur dass der weiße Läufer schon auf D2 steht. Aber das Spiel ist völlig anders, weil Schwarz jetzt versucht, die Stellung geschlossen zu halten. Sprich, nicht auf C4 zu schlagen, sondern sich ruhiger hinzustellen. Mit C6, häufig B6, Läufer B7, Springer nach D7. Und Weiß hat hier Tausende, ist wahrscheinlich übertrieben, aber Dutzende verschiedene Aufbauten probiert. Ohne dass jetzt geklärt wäre, was am vielversprechendsten ist. Ich vermute, der Hauptzug ist Dame nach C2 jetzt, diesen Bauern zu überdecken. Schwarz spielt Springer BD7. Und hier wurde wirklich schon alles probiert. Turm D1, Läufer F4, Springer C3, A4, B3, B4. You name it. Also, Weiß hat keinen Weg gefunden, die schwarze Stellung zu durchbrechen. Aber ist auch nicht jedermanns Sache, sich erstmal so passiv hinzustellen. Die Hauptvarianten gehen irgendwie so. Läufer nach F4, Bauer nach B6. Ein Turm nach D1, auch hier wieder viele Alternativen. Läufer nach B7 oder auch Läufer nach A6, ist beides. Springer E5, das ist was viel diskutiert wird auf Top-Niveau. Jetzt häufig der wirre Zug Springer nach H5, diesen Läufer hier loszuwerden. Also führt wieder zu ganz anderem Spiel. Für beide Seiten schwer zu verstehen. Mir hat es nie so gefallen mit Schwarz, aber ist Geschmackssache, ist halt eine geschlossene Stellung. Und weil ich lieber Zug für Zug spiele, ist das hier nicht so meins. Ehrlich gesagt, mit keiner Farbe, aber besonders mit Schwarz war es nie so meins. Frau, wann geht man mit Dame C2 und Springer D2 für E4? Hier steht ja der Läufer, deshalb wurde der ja dahin gelockt. Deshalb muss er erstmal ziehen und Schwarz versucht, Weiß zu beschäftigen, bevor E4 kommt. Also diese Stellung, super kompliziert, Weiß hat. Wie gesagt, viele Aufbauten. Hier häufiger wird auch A4 gespielt, hier Raum zu gewinnen. Und es ist ein bisschen, auch für mich, ein Buch mit 7 Siegeln. Ich habe nie was gefunden, was ich für Weiß jetzt überragend gut fand. Aber die Stellung mit Schwarz zu spielen, auch immer was. Wo ich nicht weiß, wie happy ich bin. Gibt zwei Alternativen. Läufer nach D6 wird auch häufiger gespielt. Schwarz möchte Bauer nach C5 provozieren, wonach der Läufer zwar Zeit verloren hätte, aber Weiß allen Druck aufs Zentrum aufgegeben hat. Das gilt als ganz okay. Und nach Läufer nach G2 stellt Schwarz sich wieder so hin mit C6, Springer BD7 und argumentiert, dass der Läufer auf D6 ein bisschen aktiver steht. Hat Vor- und Nachteile. Aber hat auch nie wirklich Mainline-Status erreicht. Ein Zug, der mir gefällt, ist in dieser Stellung Bau nach A5 zu spielen. Eine Idee, die wir noch nicht gut kennen. Wir haben sie vielleicht ein, zwei Mal gesehen, so am Rande in solchen Varianten hier ohne D5, G3 im Bogo-Inder. Hier gibt es diesen Zug. Und mit G3, D5 eingeschoben. Sorry. Mit D5, G3 eingeschoben. Ist das ein System, was ich ganz gut finde? Läufer nach G2. Kurze Rochade. Und jetzt, je nachdem wie Weiß spielt, reagiert Schwarz sehr direkt. Ist mehr ein Zug-für-Zug-System. Deshalb liegt es mir, glaube ich, ein bisschen mehr.
Man kann drüber streiten, ob es jetzt besser oder schlechter ist als die anderen. Hier nach Rochade, jetzt möchte Schwarz sich diesen Bauern schnappen. Wieder eine etwas andere Version von diesem Schlagen hier auf C4 mit Läufer B4 und A5. Und wenn Weiß erst versucht, den Bauern zu verteidigen, dann spielt Schwarz Bauer nach C5 wieder mit sehr, sehr kompliziertem Spiel. Das ist auch eine Variante, die zuletzt angesagt war. Haben wir zum Beispiel Anish Giri spielen sehen gegen Magnus. Mit großen, großen Verwicklungen. Also das ist eine Variante, für die ich Sympathie habe. Ich irgendwann mal einen Chessable-Kurs mit Schwarz mache, könnte ich mir vorstellen, dass ich diese Variante nehme. So vom Spielstil her, das hier würde mir liegen, also wie gesagt, weil ich direktes Zeug mag. Oder diese Variante würde mir auch liegen, die wir ganz am Anfang hatten. Aber dieses Endspiel mit D schlägt C5 ist nichts, was mich so wirklich anlacht. Ich hoffe, ihr habt einen groben Gesamteindruck gekriegt in den Katalanen. Wahnsinnig komplizierte Öffnung, wahnsinnig verschiedene Stellungen. In was so begrenzt aussieht vom Terrain. Aber je nachdem, wie Schwarz spielt, entwickelt sich das Spiel echt völlig anders. Nach D schlägt C4 gibt es Varianten, wo Weiß langfristig einen Bauern opfert, dafür aber Druck macht. Je nach Bau nach A6 oder Bau nach C6. Es gibt diese zwingende Variante mit Bau nach C5. Nach Läufer nach E7 gibt es relativ ruhige Stellungen, wo Weiß versucht, langfristig ein bisschen Druck zu machen in der alten Hauptvariante. Diese Geschichten, die nach wie vor, wenn man mit Schwarz ein kompaktes Repertoire haben will, was gut spielbar ist, denke ich nach wie vor, dass das hier ein sehr gangbarer Weg ist. Und die Steuerungen sind halbwegs verständlich. Aber auch hier hat Weiß nicht aufgegeben und wird wahrscheinlich nicht so schnell aufgeben, mit Läufer nach F4 oder Läufer G5 nach Vorteil zu suchen. Auf Top-Niveau, wenn die Leute mit Computern bewaffnet sind, ist der letzte Schrei B5, A4, Läufer nach B7, A schlägt B, A6. Schwarz opfert einen Bauern, versucht damit seine Probleme zu lösen. Und Weiß schlägt diesen Bauern oder könnte sich auch entscheiden, ihn nicht wegzunehmen mit Springer C3. Auch hier, wenn lange genug geklickt wird, dann gleicht es aus für Schwarz. Aber ein steiniger Weg dahin. Weiß kann sich auch in Alternativen hier versuchen, Springer E5 oder Springer A3 oder Dame nach A4. Ebenfalls bekannte Züge. Was soll ich sagen? Katalanisch ist sehr, sehr kompliziert, Chat. Ich schrecke mit Weiß tatsächlich meistens davor zurück, obwohl ich relativ viel Weiß, Weird Flex, aber unter anderem natürlich auch, weil das im WM-Match thematisiert war, Magnus Carlsen es zuletzt sehr, sehr erfolgreich gespielt, auch in Weikernsee, drei schöne Partien gewonnen hat, ist katalanisch angesagter denn je. Also angesagter als jemals zuvor, nicht angesagter als Kanye. Und Tür 3, hier war dieser merkwürdige Zugläufer nach B4 Schach. Womit man als Anfänger auch nicht anfangen sollte, irgendwie Figuren zweimal zu ziehen, aus subtilen Gründen in der Öffnung. Nach Läufer D2, Läufer E7, sagen der Läufer steht hier schlechter. Normalerweise ist keine gute Idee, eine gegnerische Figur ins Spiel zu bringen und dann Tempo zu verlieren. Aber wie so häufig gibt es Ausnahmen. Und ja, hier ein System, für das ich gewisse Sympathie hege, was aber genauso kompliziert ist wie alle anderen, ist Bauer nach A5. Das war katalanisch im Schnelldurchlauf. Es gibt keine wirklichen einfachen Lösungen, was katalanisch so ansprechend macht aus weißer Sicht. Also kriegst du hier nicht irgendwie 5 Züge präsentiert und fertig. Wenn Schwarz Züge präsentieren wird und fertig, dann ist man eher bei 20 Zügen, wie gesagt, diese Läufer. E7, DC, B5 Varianten. Es ist schwer zu blocken, katalanisch, aber es ist auch schwer zu spielen. Also es ist die hohe Schule. Ich, als simpler Typ, tendiere immer noch mehr zu springen nach C3, was einfach ein bisschen leichter zu spielen ist, obwohl Schwarz, wie gesagt, 47 verschiedene Möglichkeiten dagegen hat.
oder zunimmt zu Indisch. Aber objektiv ist Katalanisch mindestens so herausfordernd wie die beiden Alternativen. Deshalb auch so populär bei den absoluten Top-Jungs. Das war unsere kleine Schachschule Katalanisch für heute. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Nächstes Mal geht es weiter mit, was machen wir? Slawisch? Vielleicht Slawisch. Bis dahin.